Nachsitzen. Ugh. Musst du dich ein Geschichtsreferat vorbereiten? Nachsitzen schon vorbei? Für mich schon. Oh oh, da ist meine Lehrerin und sie sieht nicht fröhlich aus. Los, gib Gas, Bulkhead! Oh, Miko. Miko, ich soll dich beschützen. Ich bin nicht dein Fluchtwagen. Du kannst nicht einfach nachsitzen, Schwänzen. Was ist, wenn deine Eltern das rauskriegen? Sie leben in Tokio. Schon vergessen? Und um meine Gasteltern mach dir mal keinen Kopf. Ich glaube, die haben Angst vor mir. Miko, hör zu. Wenn du die Highschool nicht schaffst, kannst du nicht aufs... Warte, wie war das Wort nochmal? College? Du hörst dich an wie meine Eltern. Aber die sind doch Japaner. Die Sprache ist vielleicht eine andere, aber ihr sagt genau dasselbe. Weil wir für dich das Beste wollen, klar? Und das heißt, dass du in die Schule gehst und nicht in den Knast. Oh oh, was hast du getan? Hör zu, Miko, bevor ich Krieger wurde, war ich Arbeiter auf dem Bau. Ich kann Sachen bauen und kaputt machen und mehr nicht. Ich liebe kaputt machen. Ich will wie du werden, Bulk. Wieso willst du wie ich werden? Du könntest eine Ärztin sein, wie Ratchet. Ich registriere einen neuen Energon-Impuls aus einem Land namens Griechenland. Aus einer sehr alten Stadt, regelrecht antik, glaube ich. Das antike Griechenland? Kleine Spritztour gefällig? Das wurde aber auch Zeit-Knockout. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Oh, es war eine lange Fahrt, Starscream. Ich kratze immer noch Insekten von meinem Kühlergrill. Ja, richtig. Du bist ja einer von diesen. Wie bitte? Ich habe nie verstanden, wieso ein Decepticon, der etwas auf sich hält, als Fahrzeugmodus ein simples Automobil wählt, wenn er stattdessen fliegen könnte. Ich finde mich mit Stahlgürtelreifen sehr attraktiv. Ich nehme an, Lord Megatron braucht einen Laborassistenten? Das könnte man so sagen. Wow! Da wären wir. Verschärft! Also, was steht an in Gracoville? Ich suche nach Energon. Und du recherchierst für dein Geschichtsreferat. Du hast mich reingelegt? Gar nicht cool. Das Signal ist stark. Ein Ausgrabungsort. Wow. Beim Bau kenne ich mich aus. Laut Scanner sind sie hier auf Energon gestoßen. Aber sie haben keine Ahnung. Wow. Das ist was Cybertronisches. Bedauerlicherweise befindet sich unser früheres Oberhaupt Lord Megatron schon eine Weile in diesem Zustand. Aber die Besatzung hat abgestimmt und war der Meinung, dass ein Experte ihn auf den Weg der Besserung bringen könnte.
Ich habe schon viel an Körpern gearbeitet, aber ich bin besser darin, sie zu zerstören, als sie zu reparieren. So dumm, dass mein Assistent nicht hier ist. Ich habe nach euch beiden geschickt. Wo ist er? Wir waren an einer neuen Energon-Spur dran, als ihr uns rieft. Breakdown wird kommen, wenn er sie ausgekundschaftet hat. Warum haben die alten Griechen das Bild einer Energon-Erntekugel gemalt? Du weißt, was das runde Ding ist? Du bist schlauer, als du immer tust. Aber dümmer, als er aussieht. Breakdown! Hast du mich vermisst? Wie Rost an meinem Fahrgestell. Du kennst diesen Blödmann? Wir kennen uns von früher. Du hast jetzt ein Haustier? Holt es auch das Stöckchen? Fang! Geh in Deckung, Miko! Ups, hoffentlich war das hübsche Bild hier nicht allzu wichtig. Oh. Ich sagte ja, ich bin gut im Kaputtmachen. Ich bin deine gute Fee, Balk. Ich hab uns ein Bild von dem Bild gemacht. Es ist tatsächlich eine Energon-Erntekugel. Ein machtvolles Werkzeug, das in der Antike gebaut wurde, um Roh-Energon aus jeglicher Quelle abzubauen. Griechische Götter kannten die Autobots? Nein. Unsere Ahnen wendeten oft die Kunst der jeweiligen Ära an, um Botschaften zu verschlüsseln. Dieses Fresko war vermutlich ein Hinweis auf die Position einer versteckten Erntekugel. Irgendwo auf diesem Planeten. Optimus? Wenn diese Kugel Energon aus allem rausholen kann und ihr alle von Energon durchströmt werdet. In den Händen der Decepticons wäre die Erntekugel eine vernichtende Waffe. Siehst du, es war genial von dir, das Bild zu zerstören. Miko hat nicht Unrecht. Wie sollen die Cons die Erntekugel ohne das Bild finden? Mit Highspeed-Internet? Wenn man eine Suche nach griechischem Gott und goldenem Himmelskörper startet, findet man das hier. Es steht in einem Museum. Ist das die echte? Kontaktiert Agent Fowler. Hier ist Special Agent William Fowler. Ich befinde mich derzeit in einer intensiven Trainingseinheit und bin bis Dienstag nicht erreichbar. Ich hasse es, mit Maschinen zu sprechen. Dann müssen wir die Erntekugel leider ohne Agent Fowlers Unterstützung beschlagnahmen. Wow, 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 beschlagnahmen? Du meinst Museumseigentum stehlen? Das klingt... illegal. Ich möchte wirklich keine Menschengesetze brechen. Aber wenn die Decepticons von dem Standort der Erntekugel erfahren, werden sie nicht zögern, alle nötigen Mittel einzusetzen, um sie zu bekommen. Wir müssen äußerst unauffällig handeln. Okay, nichts für ungut, Optimus, aber unauffällig und gigantische Roboter passt nicht zusammen. Museen sind öffentlich. Sie haben Sicherheitsleute und Überwachungskameras. Kein Problem! Wir sind klein genug, um uns reinzuschleichen und wir sind kein Regierungsgeheimnis. Miko, ich bin mir nicht sicher, ob das klug wäre. Aber es scheint mir die beste Option, Balkhead. Je länger wir diskutieren, desto mehr Zeit verschaffen wir den Decepticons. Das ist sie, eindeutig. Dann fürchte ich, dass Megatrons Genesung noch ein wenig warten muss. Es ist Erntezeit. Autobots, bestätigt eure Position. Auf der Westseite. Südseite gesichert. Bleibt auf euren Posten. Jack, Miko, Raphael. Ich werde euch die ganze Zeit im Auge behalten. Sobald ihr die Kugel habt, werde ich Ratchet kontaktieren und er wird euch zum Stützpunkt zurückholen. Da ihr alle normalen Eingänge umgeht, braucht ihr euch keine Gedanken darum zu machen, dass ihr einen Alarm auslöst. Aber achtet darauf, dem Sicherheitsdienst aus dem Weg zu gehen.
scharfe Felgen. 24 Zoll? Du bist wirklich ein kräftiger Bursche. Genau wie mein Freund hier. Sie haben Optimus. Was geht ab? Du kommst mit, Fräulein. Soundwave. Das war's dann wohl. Uns haben die Erntekugel! Und der Sicherheitsdienst hat Miko! Was? Ich werde sie da rausholen! Pocket! Miko wird zwar festgehalten, aber dort ist sie in Sicherheit. Hör zu, Mädchen. Falls das ein dummer Streich war, solltest du wissen, dass die Obrigkeit schon auf dem Weg ist. Es könnte dir helfen, wenn du mir erzählen würdest, was mit der Kugel passiert ist. Ich habe für mein Geschichtsreferat recherchiert, aber ich habe die Zeit vergessen und wurde nach Ende der Öffnungszeit eingeschlossen. Und wovon handelt dein Referat? Das würde ich zu gerne wissen. Höchstwahrscheinlich wird Starscream die Erntekugel so schnell es geht einsetzen, um so viel Energon wie möglich von sonst nicht erschließbaren Energon-Depots auf diesem Planeten einzusammeln. Nähert euch mit äußerster Vorsicht. Starscream wird nicht zögern, die Kugel gegen jeden von uns einzusetzen. Bulkhead, es ist besser, wenn du jetzt hier bleibst. Damit ich Miko aus dem Museum hole? Damit du Ratchet helfen kannst. Du bist zwar Mikos Beschützer, aber sie braucht jetzt menschliche Unterstützung. Agent Fowler ist hierbei die beste Option. Hier ist Special Agent William Fowler. Ich befinde mich derzeit in einer intensiven Trainingseinheit und bin bis Dienstag nicht erreichbar. Immer noch nicht erreichbar. Fowler hängt sicher nur im Strandkorb an irgendeinem Pool rum. Bulkhead! Das hätte ich noch gebraucht! Wir können Miko befreien. Bringen wir einfach die Erntekugel zurück ins Museum. Damit die Decepticons ihn noch einmal stehlen können?
Ich bin so blöd! Also wie sollen wir denn Miko nun helfen? Indem wir dieses Replikat hier ins Museum bringen. Dessen Bau schneller ginge, und zwar wesentlich, wenn Barkett nicht gerade mein Schweißgerät in die Mangel genommen hätte. Wenn wir schon Einbrecher und Diebe sind, dann jetzt eben auch noch Fälscher. Ich wünschte, ich hätte Miko nicht mitgenommen nach... Das Fresko ist nicht das Einzige gewesen, was wir in den Ruinen gefunden haben. Wie bitte? Starscream ist nicht dumm. Egal welches Werkzeug er hat, er wird immer den einfachen Weg wählen. Wieso sollten wir in die Berge gehen, wenn wir gleich hier ein gigantisches Vorkommen an Energon zu unserer Verfügung haben? Ein großzügiges Geschenk der alten Autobots. Eigentlich, Commander Starscream, war es ein Geschenk von Breakdown und von mir. All das Energon in so einem kleinen Gefäß. Die alten Autobots haben wirklich keinen Trick ausgelassen, Lord Starscream. Schlaggefällig. Warte! Was hast du denn vor? Was ich am besten kann, kaputt machen! Er hat wohl eine masochistische Ader. Kämpfen? Fahren. Gibt es natürlich noch das Prinzip des Deus Ex Machina. Dem Gott aus der Maschine. Er kommt in antiken griechischen Dramen vor, taucht wie aus dem Nichts auf und bringt alles wieder in Ordnung. Tatsächlich, junge Dame. Ich bin mir sicher, die Polizei wird sehr an deinem Geschichtsreferat interessiert sein. Special Agent William Fowler. Das gestohlene Objekt wurde gefunden und ist ins Museum zurückgebracht worden. Das Mädchen kommt mit mir. Du hast dein Handy verloren. Hat auf dem Boden gelegen. Direkt neben deinem Geschichtsreferat.
Jetzt hau schon ab. Gutes Timing, Balk. Mir ist langsam mein Geschichtshalbwissen ausgegangen. Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie weiß. Du bist schlauer, als du immer tust. Nur unter Druck. Ich auch. Ich will sofort an meinem Referat arbeiten. Ich werde alles darüber schreiben, wie die Autobots mit der antiken Zivilisation interagiert haben. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das hilft, aufs College zu kommen.